Jo Leute, Maxstar hier und weiter geht's auf jeden Fall in Fallout 76. Ja, heute müssen wir den Flughafen, wie ihr da oben lesen könnt, im Morgantown untersuchen und den WGRF Grafton Center einschalten. Und ja, ich habe mir schon eine Waffe und so weiter gekauft, aber habe beziehungsweise keine Munition mehr bei allen Waffen, weil ich habe eigentlich schon vorhin gespielt und da habe ich leider die ganze Zeit gegen diese Zombies hier verloren und ich muss da wirklich aufpassen wegen den Zombies, Leute. Also es kann sein, dass wir heute in dieser Folge mehrere Male sterben. Aber was wäre einfach. Und die Zombies lassen natürlich nicht zu, dass ich das mache. Ja, der will sich warnen. So, okay. Den haben wir schon mal erledigt, Leute. Jetzt muss ich da durchs Tor natürlich gehen. Also in das Tor muss ich hier natürlich gehen. Und der Vorteil ist, was ich euch gleich zeigen kann. So, vielleicht habt jetzt. Nee, was Neues gibt es nicht. So, jetzt nichts wie rein. Aber drinnen wird es nicht besser, Leute. Nur so viel sage ich. Also die ersten Zombies attackieren uns schon richtig, richtig grausam, ey. Das wird ziemlich krass. Leute, das wird keine Sekunde zum Durchatmen geben. So, sehr schön. Jetzt. Nur ruhig bleiben, Leute. Nur ruhig bleiben. Du bist aufgrund von Strahlung mutiert. Sowohl positive als auch negative Effekte mit sich durch. Jetzt muss ich da irgendetwas öffnen, Leute. Jetzt bin ich mal gespannt, wo ich da reinkomme. So, ich muss also jetzt diesen Flughafen untersuchen. Und das ist wirklich nicht einfach. Und ich muss diesen WGRF Grafton muss ich einschalten. Das wird ziemlich schwierig, Leute. Das wird wirklich enorm schwierig, Leute. Etwas Schwierigeres gibt es ja gar nicht. So. Ich muss jetzt morgen. Oh, Terminal. Okay, muss ich jetzt also nochmals reingehen? Ich begreife jetzt irgendwie nicht, was ich da genau machen muss. Aber wahrscheinlich muss ich zu einem Terminal gehen, wie es aussieht, vielleicht. Appalachia, nee. Ich muss irgendetwas ja hier drin untersuchen, Leute. Und die Frage ist nur, was? Weil eigentlich habe ich ja in der letzten Folge mit dem Quiz begonnen. Und jetzt frage ich mich irgendwie, was ich da tun muss. Oh, ich muss da, glaube ich, vielleicht hier hingehen. Nachrichten. Okay, der freiwilliges Training. Für fortgeschrittene Repsonder Training registrieren. Schalte den. Okay, jetzt muss ich da Training registrieren. Warte mal, ich gehe mal zurück. Ich mache jetzt mal da. Nee, das möchte ich jetzt eigentlich nicht. Ich möchte da eigentlich jetzt nichts machen. Für fortgeschrittene Repsondertraining registrieren Sie, schalten den WGR Grafton Sender ein. Okay, mache ich jetzt mal. Anscheinend. So, ich mache jetzt da mal ein bisschen. So, mittlerweile sollten alle gehört haben, da was mit Chisei und den zwei jungen Überlebenden passiert ist, die aus Sutton kamen. Das war ein tragischer Vorfall, der sich nicht in Worte fassen lässt, aber er wusste es einfach nicht besser und sie vertrauten ihm. Aus diesem Grund haben wir
beschlossen, dass alle Freiwilligen zunächst als Anwärter anfangen müssen, denen wir das nötige Grundwissen vermitteln, Dinge wie Nahrungsmittelsicherheit und ähnliches. Chisei ist in die Berge gegangen, um den Kopf frei zu bekommen. Wir versuchten, es ihm auszureden, aber er blieb stur. Hoffentlich kommt er bald wieder. Okay, alles klar. Ich muss jetzt den Grafter einschalten, warte mal. So. Okay, ging nicht gut, dann mache ich mal da auf Nachrichten. Okay, das haben wir alles schon gelesen, okay. Also Neues gibt es da eigentlich jetzt nichts, was wir machen müssen. Okay, eben den Sender müssen wir einschalten. Ich wollte mal schauen, ob wir da vielleicht am Terminal etwas machen müssen, aber sieht nicht danach aus. So, dann gehe ich jetzt mal. Also wir sind ja hier bei diesem Flughafen. Oh, da oben sind diese Punkte, Leute. Wir müssen hier hoch. Oh, das sieht schon besser aus. Oh, Leute, wir haben mega Glück gehabt. Zum Glück hat es keine Zombies mehr hier oben gegeben. Jetzt fühlt es sich an, als wäre ich in einem Albtraum gefangen. Diese verbrannten Dinger sind überall. Ich habe mich still verhalten. Sie haben mich nicht. So, Leute, mal schauen, wie es jetzt weitergeht. Puh, das war jetzt ziemlich knapp. Also, wir haben jetzt diesen Flughafen untersucht und haben da Sachen gelootet. Und jetzt müssen wir anscheinend noch etwas informieren. Ich habe es jetzt nicht gleich gelesen, aber Leute, das war ziemlich knapp, hey. Puh, ich dachte, das sind noch mehr Zombies, aber anscheinend waren das alle Dinger, wo ich hier erledigt habe. Also ich sage euch, Leute, diese Mission ist nicht easy. Die ist wirklich nicht easy. Und vor allem, wenn man wie am Anfang noch alle Zombies hat, hey. Das ist wirklich nicht einfach, also rüstet euch lieber auf, wenn ihr da bei dieser Mission seid in Fallout. Informiere dich über das Infoprojekt, okay? Für fortgeschrittene Sondertraining registrieren, nee, das möchten wir ja nicht mehr. Okay, Leute, wir gehen jetzt von da, ich verpiss mich. Also Leute, bevor mich da die Zombies noch abknallen, ich möchte nämlich keinen Krieg eigentlich mehr mit den Zombies, ich bin weg. So, ich gehe jetzt einfach. Okay, ja, natürlich immer vorsichtig bleiben. Immer wichtig. Es kreischte, atmete, infizierte alles. Event-Kollisionskurs, Quiz begonnen, okay. Okay, Leute. Oh mein Gott, oh mein Gott! Ja. Genau das dachte ich, Leute. Genau das dachte ich. Genau das dachte ich, Leute, jetzt gerade. Genau das dachte ich. Okay, Leute. Neu starten. Wir müssen jetzt neu starten, Leute. Damit habe ich gerechnet, aber wenigstens sind wir jetzt ein bisschen weiter gekommen. So. Besiege Wellen, Verbrannte, eliminiere die Verbrannten. Oh, nee, 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 das möchte ich nicht machen. Nee, ah, ich habe etwas Falsches gemacht, Leute. Immer diese Event-Mission, mach dies, mach das, mach das. Nein! Nee, 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 das möchte ich nicht machen. Ich gehe jetzt, muss ich jetzt zurückgehen? Nee, 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 nee. Hä? Okay, ich verlasse das mal. Ich verlasse das mal. Informiere dich über das Infoprojekt. Okay, ja, das möchte ich machen. Aber nicht das. Ja, ey, ich möchte nicht bei diesem Event teilnehmen. Ja, verpiss dich. So.
immer das Zeug hier mit diesen Zombies. Okay, so, ich bin mal weg. So, Leute, ich muss mich jetzt ein bisschen ausruhen. Okay. Event, du erhältst keine Belohnung. Nee, ist mir auch egal. Ich möchte auch keine Belohnung erhalten. Ich möchte jetzt einfach die wichtige Mission. Informiere dich über das Infoprojekt. Das möchte ich gerne machen. Oh mein Gott. Informiere dich über das Infoprojekt. Oh, jetzt muss ich nochmals hier reingehen, Leute. Ja, jetzt wird's spannend, Leute. Ich muss nochmals hier reingehen. Es ist nicht schlimm, wenn ich tot bin, Leute. Nur zum Sagen. Also, es ist nicht schlimm. Aber ich muss irgendwie jetzt schauen, wie ich da an diese Zombies hier vorbeikomme. Denn das ist jetzt wirklich nicht easy, Leute. Drückt mir die Daumen, Leute, dass wir das in dieser Folge schaffen. Es wird nicht easy. Aber wir können es schaffen, Leute. Okay, so. Das ist mir jetzt eigentlich noch relativ egal. Wir müssen eigentlich nur... Bei Flughafen Morgantown könnten wir jetzt gleich nochmals neu spawnen. Das ist eben das Coole, Leute. Wenn man tot ist, kann man einfach in der Nähe sich neu setzen, also zurücksetzen. So, jetzt muss ich mich nur noch über das letzte Infoprojekt informieren und dann schauen wir dann, wie es weitergeht. So, also das Squeezed habe ich mir wirklich schwieriger vorgestellt. Aber ich bin froh, dass wir das noch nicht in der letzten Folge gemacht haben, weil da wären wir... wirklich nicht so erfolgreich gewesen. Ist ein bisschen, auch ein bisschen eine Knoblerei hier. Rein, rein, rein. So, ich muss jetzt hier reingehen. So, und dann geht es natürlich zum Terminal, glaube ich. Können wir da an diesen Computer sitzen? Nee, raus möchte ich nicht. Ich möchte nämlich... jetzt mal schauen, wo ich mich da überhaupt informieren muss. Okay, machen wir das schnell. Machen wir das schnell für fortgeschrittene Repsonde-Training, wenn das sein muss, weil sonst ignoriert mich das die ganze Zeit. Ich checke jetzt wirklich nicht mehr, wie es weitergeht. Ich drehe durch langsam. Okay. So, also es ist nicht easy, Leute. Es ist mein erstes richtige Let's Play, das ich natürlich durchzocke. Also das sollte auf jeden Fall auch klar sein. Leute, das war jetzt ziemlich knapp. So, warte mal, ich schaue mal, ob ich noch ein Heilmittel habe. Hilfsmittel. Unbedingt helfen. So, okay, alles wieder gut. Ich habe mich geheilt. So, jetzt müssen wir hier... irgend von einem Punkt ist es... ah, da hinten ist es, so. Okay, da ist der richtige Terminal. Jetzt sind wir da endlich. Puh. Informiere dich über das Infoprojekt. Freiwilliges, fortgeschrittenes Training. Warte mal. Leine letzte, aber es informiert dich über das Infoprojekt. Für fortgeschrittene Besondertraining registrieren. Challenge abgeschlossen. Yeah! Also. Informiere dich über das Infoprojekt. Gehen wir mal gleich zurück. So, haben wir sonst noch irgendetwas, das wir hier machen müssen?
Nee. Nein, gibt's auch nicht hier. Nee. So. Hör dir freiwilligen Training das 1x1 des Camping an. Unverbindliche Pläne, okay. So, dann verlasse ich mal das Ganze. So. Eine letzte Abreise, informiere ich dich über das Infoprojekt. So, also wir haben es jetzt gemacht. Das Einzige ist immer noch das Infoprojekt, das wir noch machen müssen. Oder finde ich sogar noch Material, ey. Das ist ja richtig nice. Also, dass man da so viel mal überall Material findet, finde ich auch noch ziemlich nice. So, ich gehe jetzt mal hier hin. Okay, das ist der Ausgang, den müssen wir hier hin. Warte mal. Stopp. Also hier ist der Ausgang, dann muss hier irgendwo das Ganze sein. Also ich check gar nichts mehr. Jetzt mal ganz ehrlich. So, dann loot ich mal ein paar Sachen noch. Was geht? Okay, Leute, also wir haben schon ziemlich viel eigentlich gemacht. Schaltet den Grafton-Sender ein. Ich weiß nicht, wo diesen Sender ist. So, also die Folge wird auf jeden Fall sicher ziemlich lange dauern, aber das spielt mir jetzt nicht so eine große Rolle. So, Leute, sorry, wenn ich mich vorhin so am Konzentrieren bin, aber jetzt ist es mir wirklich ein bisschen ernst. Denn das ist wirklich, gibt nichts zum Durchatmen. Okay, wie es aussieht, müssen wir raus. Wie es aussieht, müssen wir einfach raus, Leute. Weil hier drin finde ich überhaupt nichts. Und das Einzige, was wir jetzt hoffen können, ist, dass draußen noch irgendetwas ist, Leute. Weil hier drin habe ich jetzt eigentlich alles gemacht. Ich meinte, ich muss nochmals hier reingehen. Aber es kann sein, dass ich sonst noch irgendetwas hier untersuchen muss. So, jetzt können wir nochmal schauen, was wir da machen müssen. So. Ach, so ist das. Jetzt check ich das. Aha, okay. Ja, Leute, wir müssen uns da ganz weit hinten über das Infoprojekt informieren. Ach du heilige Scheiße, bin ich ein Idiot, ey. Bin ich ein Idiot. Und ich dachte, es sei hier vorne, ey. Nee, das ist jetzt nicht mein Ernst. Okay, Leute. Ja. Alles klar auf jeden Fall. Alles klar. Sorry, dass ich so viel Zeit verschwendet habe, aber wir haben doch noch ziemlich viel Sachen gelootet. Okay, Leute. Wenn ich dann dort bin, ich werde jetzt mal ein bisschen laufen zu diesem Punkt. Wenn ich dann dort bin, sehen wir uns gleich wieder. Bis dann. So, Leute, ich glaube, wir sind hier. Sollte hier irgendwo sein. Okay, so, also hier ist... Hier ist es anscheinend nicht. Dann ist es hier oben wahrscheinlich. So, also ihr seht, wir sind jetzt hier bei diesem Punkt. Und jetzt können wir uns über das Infoprojekt hier informieren. Jetzt muss ich da nur schauen, wie ich hier reinkomme. Oh mein Gott, ist das ein komisches Gebäude hier. So, okay, Leute, wir sind da. Jetzt. Bekanntmachung. Eine letzte Abreise, informiere dich über das Infoprojekt. So. Bekanntmachung zum Infoprojekt hier. Leute, sorry. Leute,
ich habe tolle Nachrichten. Wie ihr wisst, hat Dr. Hudson ihre Forschung im Labor bei AVR Medical fortgeführt. Und jetzt hat sie sich gemeldet, um uns mitzuteilen, dass ihr ein bedeutender Durchbruch gelungen ist. Es sieht so aus, als würde das Infoprojekt gegen die verbrannten Seuche endlich umgesetzt werden. Drücken wir die Daumen und unterstützen Claire mit aller Kraft, damit sie ihre Arbeit abschließen kann. Unser Überleben hängt davon ab. Puh, das wird ja schon ziemlich krass, Leute. So. Jetzt weiß ich nicht, was wir jetzt genau machen müssen. Also die Info haben wir uns jetzt angehört. So, Gegenstandsbelohnung, eine letzte Abreise. Quiz abgeschlossen. So, Leute. Also das war jetzt wirklich ein schwieriges Quiz-Day. Das allerschwierige Quiz-Day. So. Und jetzt würde ich mal sagen, an dieser Stelle, also wir haben jetzt schon wieder dieses Quiz abgeschlossen oder respektive diese Mission. So, unverbindliche Pläne, Freiwilligentraining, das 1x1, das Camping an, steht noch an. Und dann haben wir noch, vorbeugen ist besser als heilen. Mach dich mit Dr. Hudson Forschung vertraut. So. Also Leute, wir haben noch etwa 2 Punkte oder noch mehr, 3 eigentlich. 4 insgesamt. Und ja, Leute, das Quiz war wirklich, die Mission war wirklich mega, mega schwierig. Und an dieser Stelle würde ich sagen, beende ich auch langsam die Folge. Mir hat es auf jeden Fall ansonsten mega viel Spaß gemacht und sorry, dass ich so viel Fehler gemacht habe und mich konzentriert habe, weil das ist wirklich ein schwieriges Let's Play und für mich auch ein bisschen Neuland, bis ich da alles begreife. Aber jetzt geht es auf jeden Fall besser und ich freue mich, dass es trotzdem mit dieser Folge geklappt hat. Ich hoffe, es hat euch gefallen, Leute, und ich bedanke mich an alle Zuschauer ganz herzlich fürs Zuschauen und ich wünsche euch auf jeden Fall noch ein schönes Wochenende und würde sagen, bis zum nächsten Let's Play, Leute. Haut rein, Leute, und tschüss.